Moin Leute, herzlich willkommen, neues Video auf meinem Kanal. Wir zocken Diablo 4, die vierte Saison. Die Saison des Konstrukts erwacht in Sanctuario zum Leben. Wanderer, eine bösartige Intrige entfaltet sich, als der Dämon Malphas die Kontrolle über eine uralte Technologie an sich reißt, den Webstuhl. Als Konstrukt zum Leben erwachen und die Machenschaften ihres neuen Anführers übernehmen, sehen sich die Bewohner Sanctuarios einer furchtbaren Bedrohung gegenüber. Nutzt die Macht des Webstuhls. Warum denn des Webstuhls? Um euch euren neuen saisonalen Begleiter das Seneschall-Konstrukt zu sichern, das an eurer Seite kämpft. Sammelt Leit- und Abstimmungssteine, um euren neuen Verbündeten mit vielen mächtigen Angriffen Fertigkeiten auszustatten, um Zugriff auf die neuen saisonalen Inhalte zu erhalten. Solltet ihr den Prolog abgeschlossen haben, das haben wir zum Glück, deinen neuen Charakter machen. Das müssen wir machen. Ja, Questreihe unterbindet etwas tödliches Vorhaben der Saison des Konstruktes. Ja, alles klar, alles klar. So, dann gucken wir mal. Komplett neue Questreihe, neue Bosse, komplett neue Dungeons, neue saisonale Gefährte. Da bin ich mal gespannt, wie das wird. Komplett neue Saisonreise in 7 Kapiteln, okay. 7 neue legendäre Aspekte und 6 neue einzigartige Gegenstände, komplett neue kosmetische Gegenstände. Ja, ich glaube, Saison 4 kann hoffentlich der Retter werden für das Game, ne? Also ich bin sehr gespannt. Ich werde diesmal auf den Jäger gehen. Haben wir ja noch nicht gespielt. Und dann schauen wir mal, ob wir jemand Vorgefertigtes nehmen. Ah, das sieht doch ganz gut aus. Das nehmen wir. Kampagne überspringen. Sind wir mal, ne? Ja, oder? Nein. Pass auf, wir machen das so. Wir nennen uns die Hunter. So, haben wir alles richtig. Saison 3. Saison des Konstrukt. Ah, ne, ist ja schön, ist ja Saison 3, ne? Ha, wieso habe ich denn vorhin schon 4 gesagt? Na gut, Spiel starten. Saisonaler Realm. Weltstufe 2, Start. Rein geht's. Aktuelle Ereignisse haben euch hergeführt. Wahrlich seltsame Zeiten. Viele fürchten das Unerklärliche, doch ich habe es mir zu eigen gemacht. Und ihr sucht Antworten. Dies wird euch zu dem gesuchten Wissen führen. Den Legenden nach ist diese Rune das fehlende Stück eines arkanen Konstrukts. Eine mächtige Waffe, mit der sich uralte Macht kontrollieren lässt, wenn man die Stärke dafür besitzt. Doch seid gewarnt, denn das Konstrukt liegt unter Kejistan begraben, in den alten Gewölben von Soltun Kull. Sie waren Jahrhunderte unberührt, angefüllt mit tödlichen Fallen, von Kull selbst entworfen. Seine mechanischen Schrecken bewachen die Gewölbe. Doch der Architekt Soltun Kull hat seine Schläue überschätzt. In seiner Hybris ließ der Magier sein Werk zurück und düstere Mächte konnten seine Maschinen verderben und die Macht der Gewölbe für sich beanspruchen. Dort unten findet ihr Antworten. Nehmt die Rune, wenn ihr es wagt. Sehr geil, muss man einfach so sagen. Da geht nichts dran vorbei. So, moin, moin, ich bin wieder am Start. Wenn es Wirbel. Er hat viele Kernfertigkeiten. Sagst du, Wirbelwellen soll man nehmen?
Also wie gesagt, ich habe den Wirbelwind, also ich weiß nicht, welchen ich beim letzten Mal ausprobiert hatte als erstes, aber ich glaube, den Wirbelwind hatte ich nicht genommen. Ja? So, welchen denn? Also ich kann dich noch nicht in die Gruppe einladen. Wieso kann ich dich nicht einladen? Muss ich das verstehen? Ich kann dich irgendwie nicht einladen in die Gruppe. Bist du anwesend? Ja. Ich kann dich irgendwie nicht in die Gruppe einladen. Muss ich hier erst irgendwas machen? Weiß ich nicht. Besessenheit, dämonische Gedanken. Seht ihr diese Leute? Sie haben die Geschichten des alten Mannes geglaubt. Über die Gewölbe, den Zauberer, den Schatz. Dachten, sie würden damit reich werden. So viel dazu. Jetzt können sie nicht einmal mehr Lass mich nicht sprechen. einladen. Naja, warte mal, ich muss vielleicht hier erst. Ja. Ne, beim Senden der Gruppeneinladung ist ein Fehler aufgetreten. Ist der hier noch im Hintergrund am Downloaden? Ne, oder? Ich sehe hier auch andere Leute rumrennen. Halte zwei Dornen, halte zusätzlich ein Dorn pro 5 zusätzlichen maximalen Leben. Das hast du bestimmt auch gehabt, oder? Ja, Dorn bin ich auch sehr drauf gegangen, ja. Wie muss ich denn hier labern? Hast du Eisenhaut genommen? Ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Wo man sich stehlen kann. Ja, ich glaube. Voll von diesen Dingern. Ich gehe raus, ne? Jo. Und jetzt haben sich die Dämonen in ihren Köpfen eingenistet. Seht euch die Markierungen an. Magier-Clans. Das bringt Pech. Ihr wollt helfen? Dann schafft das Ding aus der Stadt und bringt es dahin zurück, wo es herkommt. Das Gewölbe liegt nördlich von hier. Was haben wir hier Lasst euch noch? nicht umbringen. Tritt. Ja, ist die Frage, muss einer von uns beiden neu starten? So. Dann, Hallo? jo. Ich habe mit der Alten schon gelabert. Geh mal zur Alten, die labert mich dann voll. Okay. Hast du den Prolog schon gekickt? Ja, habe ich schon geguckt, ich bin schon Hast du drin. auch verstanden? Hast du auch verstanden? Nee, nicht so richtig. Hast du mit der Alten schon gelabert? Nee, muss ich jetzt noch? Wo ist denn die ganz? Dann. So, ich glaube, es gibt eine kleine Erweiterung in der Map. Irgendwie Untergeacool. Ist irgendwas los? Ja, Kesistan. das kann So gut ähnlich. sein, ja. Ich habe gar nicht so viel gelesen, was es Neues gibt diesmal. Ja, neuen Boss. Naja, klar, neue Bosse etc. hin und her, das ist klar. Bessere natürlich. Ja, ich dachte eigentlich, wie geranked, also so eine Rangliste soll geben, aber irgendwie doch nicht. Ja. Mal sehen. Wird hier auf dem Weg von allem Möglichen angegriffen. Aber hey, so macht man schnell ein paar Level, ne? Stufe 3. No. Das ist aber immer noch ein bisschen laggy teilweise. Ich finde auch ins Ja. Menü gehen dauert auch irgendwie voll lange. So, wo gehst du jetzt noch, wo gehst du jetzt hin? Ja, hier oben hin, ne? Ja. Oder bin ich schon dir einen voraus? Nee, ne?
Doch, schon ein bisschen. Achso, okay, ich dachte, ich muss dahin, dann schnetzel ich hier und warte auf dich. Hätte vielleicht mal was skillen sollen. Und am Anfang macht das doch Spaß, weil da musst du erstmal finden den Weg, wo, ja, wie du den spielen willst, ne? Naja, vor allem erstmal überhaupt mit dem neuen Charakter wieder klarkommen und. Ja, das Endgame ist einfach irgendwie. So ganz fertig ist der Charakter ja nicht, ne? Nee. Was ist denn hier los? Ah, falsch gelaufen. So, wir Aber springen irgendwie mal dauert kurz das so lange, ins bis er Distanz. fertig wird. Ja, wieso kann ich denn gar nicht mit dem sprinten? Mit meinem Pferd. Mit Leertaste im Normalfall. Ich glaube, vergessen, wie das geht. Ah, weiß nicht. Was auch eigentlich damit? Hat ja am Anfang auch so übertrieben viele Punkte, ne? Das ist Ja. mir jetzt erst aufgefallen. Okay, der war mies. Nice. Weil das dann am Anfang schon fast zu nervig ist, mit dem alle 5 Meter stehen bleiben zum Leveln, ne? Okay. Ich glaube, ich muss doch erstmal wirklich so ein bisschen klarkommen auf den Spielstil. Welchen? Ja, mit der Jägerin. Da waren die Charaktere, die ich vorher gespielt hatte, doch komplett anders. Jägerin mochte ich am wenigsten. Ja, okay. Dann wird ja aber irgendwie doch am meisten gefeiert. Ich weiß nicht, ich habe nicht mein Spiel. Ich habe mein Spiel endgültigen Spielstil einfach nicht gefunden. Na, wie gesagt, ich bin mir gerade auch noch unsicher, in welche Richtung das Ganze hier geht. Beziehungsweise, wie ich das Ganze vielleicht auch Ja, richtig spielen grundsätzlich kann muss. sich zwischen Nahkampf und Fernkampf entscheiden, ne? Ja. Aber es gibt vielleicht auch eine Mischung davon. Ich check halt noch nicht, was macht das eine Spießgegner eine Klinge auf, wo das eine Schirm fügt die Maschine aufgespießt ist. Okay. 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 Das mit dem Aufspießen verstehe ich noch nicht so ganz, aber kommt wohl noch. Ich sag, das mit diesem Aufspießen, mit der Fähigkeit verstehe ich noch nicht so ganz, aber warte mal, ich würde kurz vorher nochmal leveln, dass wir hier nochmal die Gegner machen. Eine neue. Warte, wenn er Kann eben. sein, dass der Scheiß. Es ist echt, wenn ich in die Menüs gehe, dauert das Ewigkeiten, ne? Okay.
Jetzt schon direkt mit dem Dungeon wieder los, ja. Ja, gewöhnungsbedürftig. Irgendwie, wie gesagt, so als Magier zum Schluss so mal so komplett passiv, weißt du, einfach den Blizzard setzen und jetzt muss ich hier, glaube ich, so ein bisschen aktiv mehr auch die Tasten smashen. Und ein bisschen mehr auf mein Stellungsspiel und hin und her darauf achten. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich das spielen werde. Na, ich teste gerade auch erstmal ein bisschen. Klamotten kannst du auch ständig ändern. Also ich kann einen Bogen zusätzlich führen, ach so. Okay. Ist das wohl hier neu? Ist das neu hier, diese Dungeon, oder? Ja, die Dungeons sind ja meistens dann angepasst, ne? Und neu. Meinst du, neu wirklich? Ja, das wird ja jetzt ein Story-Dungeon sein, ne? Ich denke mal schon, dass sich da irgendwas Neues überlegen. Hey, Wirbelwind macht mir Spaß. Aber kostet alles so viel. Ja, gut, überleg, wie. Ressourcen, ne? Wir sind halt Low Level. Ja, das kommt erst hinterher mit besserer Rüstung. Okay, irgendwie grasen wir die Sackgassen ab. Okay, so langsam verstehe ich, glaube ich, ein bisschen. Wo der Hase hinläuft. Okay, hier ist was zum Interagieren. Oh, da bin ich reingecharged. Was ist denn für ein schießendes Vieh, ey? Okay, also bis jetzt, also dieses mechanische, ich habe erst gedacht, es wäre ein bisschen übertrieben, aber ich finde, das passt ganz gut rein. Okay, ich würde mal eben kurz Inventar checken. Dann nehme ich wieder massig Sachen bei, die besser sind. Okay. Habe ich noch Fähigkeiten? Oh ja, ich habe noch Fähigkeitspunkte.
So. Was Expertise mit Waffen? Ach so, ja, das ist je nachdem, mit welcher Waffe du Kills machst, levelst du diese Expertise, aber ich glaube, es gilt für alle Waffen, wenn ich es richtig habe, was du da auswählst. Bin ich mir aber gerade auch nicht mehr sicher, aber da kriegst du, wie gesagt, desto, wenn du dich auf eine Waffe spezialisierst, kriegst du dann da halt immer mehr und mehr Punkte rein. So. Hört sich gut an. Räumen ist auch gut. Okay, machen wir weiter. Zeit erhöhen. Okay, kann man ausprobieren. Ja. Ja, dann muss ich bewegen. Ja. Wenn wir weiter wollen. Okay. Im Moment ist es noch so, dass ich das Gefühl habe, dass ich sehr viele Tränke schlucken muss. Müssen wir machen, erkundet den verlassenen Vorraum, okay. Okay, was passiert hier? Ich weiß nicht warum, aber besser drumrum, wa? Ja. Ich hatte auch irgendwie nicht Bock herauszufinden, was das mit einem macht. Ein bisschen brennen ist ja nicht schlimm, ne? Ja, wahrscheinlich hätte es gar nichts gemacht, war nur ein visueller Effekt. Bin einfach durch in die Wand reingeprescht. Dann war er weg. Okay, ich wurde hier irgendwie angekettet. Okay, das ist ein bisschen heftiger. Man müsste sich wahrscheinlich einfach ein bisschen mehr bewegen oder so, aber... Okay. So ganz verstanden habe ich das jetzt nicht. Ja, ne? Wird schon Gründe gehabt haben. Warte mal, ich check mal eben kurz. Na, da kommt hier wieder was Besseres bei, oder? Ah, fettere Rüstung. Was haben wir Kräuter. hier? Kräuter kann ich schon mal auspacken. Den Kampf verändern, aha. So, ne?
Haben wir hier noch ein Puccio? Todesstoß. Harmonischer Puccio. Rein damit. Fernkampf. Was ist denn in drinnen? Was da in drinnen ist. Okay. Okay. So, wollen wir mal gucken. Dahinter scheint ein furchterregendes Visierkonstrukt zu sein. Berserker-Modus. Ich mach mal die Tür auf. Die haben einfach die Tür aufgemacht, die Schweine. Okay. Tür ist versiegelt. Okay. Aber was müssen wir jetzt hier drin eigentlich genau machen? Ich habe das irgendwie nicht wirklich In der gecheckt. Stimme Film folgen. Hörst du ihn in der Stimme? Nee. Jetzt. Okay. Er ist einfach mal immun, ja? Was macht er jetzt? Explodiert er? Oh ne, es kommen. Ist jetzt ja noch nicht so herausfordernd, ne? Nein. Okay, ich sollte trotzdem ein paar Tränke schlucken. Ich weiß nicht, woher ich den Damage fresse, aber... Das ist eine geile Fähigkeit. Das ist eine geile Fähigkeit. Todesstoß. Ja. Ja, stimmt, den habe ich glaube ich auch gespielt, ja. Oder? Zumindest eine Zeit lang. Ich glaube, ich muss mein Game ein bisschen lauter machen irgendwie. Mhm.
Irgendwie war das jetzt nicht so der geile Shit, der hier gedroppt wurde, aber. Ein Dämon? Ja. Ja, ich verstehe. Es hat sich schneller ausgebreitet als erwartet. Wir müssen. Steife Glieder. Vergebt mir. Ich brauche einen Moment. Ich bin. Ich verstehe. Dieser Dämon ist ein Parasit. Er wird sich einnisten, wo er nur kann, weil es ihm Spaß macht, die Fäden zu ziehen. Als ich ihn zuletzt gesehen habe, war er kaum mehr als roter Nebel. Wenn er bereits in der Lage ist, von Leuten Besitz zu ergreifen, wir müssen schnell handeln. Wie ich sehe, tragt ihr ein Konstrukt. Wir haben ja Gefährten diesmal. Okay. Senegal-Konstrukt ist ein treuer Verbündeter. Es kann nicht getötet, aber ins Taumeln gebracht werden. Kann der Konstrukt im Inventar unter dem Konstruktleiter anpassen. Fertigkeiten eines Konstrukts wählen, der mir die Leitsteine zuweist. Und mit Abstimmung Steinen modifiziert. Für die Duplikate von Leuten Abstimmungsstellen wird der doppelt vorhandene Stein verbessert. Okay. Da wären wir. Nun folgt mir. Vielleicht bin nicht nur ich in Gefahr. Ja, ich habe aber schon gehört, ich glaube, der Begleiter kann kein Gold einsammeln. Okay. Deiner. Läuft der auch darum irgendwo? Ja. Deinen sehe ich nur so unsichtbar, ja. Meiner ist hier, der steht still. Wie ist jetzt? Den, ja, die sind so ausge. Also du hast schon irgendwie Leit- und Abstimmungssteine drin, die du benutzen kannst. Ah, die. Ah, ne, mehrfach benutzen geht nicht. Okay. Kannst dir auf jeden Fall schon mal was reindrücken. Und mal gucken, was der so kann, ne? Okay, und wo kann ich die Steine einsetzen? Musst du gucken, wenn du ins Inventar gehst, hast du dieses neue Begleitermenü. Hast du auch Blitzschlag? Ja, ich glaube, es wird wahrscheinlich am Standard bei allen gleich sein. Und der setzt das automatisch ein, oder was? Ich gehe davon aus, ja. So Leute, dann machen wir hier aber auch einen Cut. Ne? Ich denke mal, wir haben knappe halbe Stunde voll. Hat rausgetappt. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Lasst gerne ein Like da. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr noch nicht habt. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr meint, was Meta in dieser Saison wird. Und wenn ihr ein paar Tipps für mich habt, sehe ich die auch ganz gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.